Sommerzeit ist Reisezeit und pünktlich zum Ferienstart präsentierte der Flughafen Wien gemeinsam mit Familienministerin Susanne Raab, wie man familienfreundlich reist. Es brauche nicht nur die Politik, sondern auch die Unternehmen mit im Boot, um Österreich zum Familienland Nummer 1 zu machen. Das ist Raabs ausgesprochenes Ziel. Der Flughafen Wien ist bereits als familienfreundlich zertifiziert und das strebt man auch bei den Austrian Airlines an. Um das Reisen mit Kindern zu erleichtern, bietet der Flughafen zahlreiche Maßnahmen. Das beginnt schon bei der Gepäckaufgabe. Da gibt es nämlich einen Service, bei dem man das Gepäck gemütlich von zu Hause abholen kann und am Flughafen der volle Fokus auf den Kindern sein kann. Auch wenn man das Auto nicht parken will und mit den Kindern dann den langen Weg zum Terminal antreten will, kann man mit diesem einfach vor dem Terminal vorfahren und dort die Schlüssel abgeben und bei Ende der Reise dann einfach wieder entgegennehmen. Ja, und auch eine eigene Sicherheitskontrolle gibt es für Kinder. Da gibt es nämlich eine eigene Straße, wo die Sicherheitskontrolle mit Kindern kürzer dauern soll und auch erleichtert wird. Und sollte es einmal länger dauern und der Flug Verspätung haben, gibt es auch auf dem Flughafen selber zahlreiche Möglichkeiten, um sich mit Kindern zu beschäftigen. Zum Beispiel den Family Fun Park, wo man nicht nur rutschen kann, sondern sich auch vor dem Flug, wo man dann sitzen muss als Kind, noch lautstark austoben. Ich befinde mich hier jetzt auf der Aussichtsplattform der Besucherwelt, wo man in einem kleinen Rundgang die Flieger bei Start und Landung sehen kann. Und auch einen Stock unter mir in der virtuellen Welt gibt es einiges für die Kleinen. Da kann man beispielsweise einen Koffer virtuell auf seiner Reise vom Gepäckband in den Flieger begleiten. Jetzt haben Sie jetzt schon die zahlreichen Einrichtungen und Maßnahmen des Flughafens hier angeschaut, um das Reisen eben familienfreundlicher zu gestalten. Wie wichtig, glauben Sie, ist das auch, um den Wirtschaftsstandort Österreich zu sichern und eben die Leute zum Reisen zu animieren, indem man sagt, es ist easier mit Kindern zu reisen? Es ist enorm wichtig, dass sich die Unternehmen familienfreundlich aufstellen. Zum einen, um eben auch attraktiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein. Es gibt auch einen Bedarf an Arbeitskräften und die Familien wollen es. Sie wollen es schaffen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Und da brauchen wir eben auch die Unternehmen auf unserer Seite. Und zum anderen, ja natürlich ist es großartig, wenn der Flughafen Wien hier floriert, gerade in der Reisezeit. Und wenn man es schafft, dass man auch in Stoßzeiten ein angenehmes Umfeld für die Familien schafft. Ich habe gerade mit einer Mutter gesprochen, sie hat gesagt, der Flug hat 1,5 Stunden Verspätung. Das ist optimal, dass man hierher kommen kann und die Kinder sich noch ein bisschen auspowern können. Glauben Sie, dass da schon alles getan ist, wenn Sie sich so umschauen? Oder gäbe es da noch irgendwas, wo Sie sagen, das wäre ein Punkt, den man noch umsetzen könnte? Ich bin heute hier schon, um auch die positiven Beispiele vor den Vorhang zu holen. Und der Flughafen Wien und auch die Austrian Airlines sind hier positive Beispiele. Ich glaube, es braucht sozusagen immer und überall noch weitere Schritte. Die Verbesserungen sind ja auch da und dort am Laufen, aber das, was hier geboten wird, das ist schon mal wirklich sehr gut. Das heißt, Sie freuen sich, wenn Sie in glückliche Eltern- und Kindergesichter schauen heute? Ja, total. Und ich habe ja selber einen 3-jährigen Sohn, mit dem ich oft auf Reisen bin. Und da weiß ich es sehr zu schätzen. Manchmal sind es oft die kleinen Dinge, die zählen. Irgendwo ein Kindermenü oder ein Spielzeug, ein paar Malstifte. Das sind die Dinge, die einen dann eine Freude bereiten und es ein bisschen einfacher machen. Dankeschön.